Die Frage ist, bringt uns das im Hauptspiel weiter? Und da wage ich zu bezweifeln, nö, natürlich. Ein Spalt ist in die Wand geschnitzt. Okay, hier muss auch irgendwas rein, dass wir hier irgendwas öffnen können. Das wäre jetzt vielleicht so das Ding, das zu finden. Lass mal direkt da oben in diesen großen Raum gehen. Diese Kackfliege hier, Alter. Ich stinke nicht, verpiss dich. Vielleicht stinke ich auch. Ihr wisst es nicht, ne? Ich könnte jetzt einfach nur lügen. Jetzt wollen auch gar nicht die Leute, die mich kennen, hier in den Kommentar zu schreiben, du stinkst. Ich weiß es, ich kenne dich. Verschwörungstheorien wieder edits best. Ja, genau du, der jetzt gerade in den Kommentar schreibt. Halt einfach dein Maul. Bin wir ja freundlich zu den Leuten, gell? Muss sein. Alles klar, Rosenritter. Ich hätte es cooler gefunden, wenn der so ein... wenn der Kopfgeldjäger tatsächlich uns so Aufträge gegeben hätte. Töte 5 von denen, töte 6 von denen, töte 10 von denen. Bring mir das Item so und dafür bekommst du dann halt Geld, also dass du so Quests hast. Oder halt eben auch Items zum Weiterkommen. Und Items zum Weiterkommen, da hätte ich mich im ersten Moment, glaube ich, wieder drüber aufgeregt. Dass es von sowas abhängig ist. Aber prinzipiell finde ich so Jagdquest-Dinger, die optional sind, um Geld zu verdienen oder Tränke oder Rüstung oder sowas, finde ich eigentlich nicht schlecht. Gerade wenn das so ein randomized Game ist, wo dann jeder Run irgendwie anders ist. Okay. Ach scheiße, wir müssen tauchen. Wir müssen lernen, wie man schwimmt. Das wäre auch noch so ein Key-Item. Das reicht nicht, ne? Okay, ich kann nach dem Absprung auch das Tuch nicht mehr benutzen. Das heißt, hier war ich tatsächlich limitiert. Oder ich muss das Wasser wieder ablassen. Hier war doch irgendwas mit so einem Mechanismus, um Wasser irgendwie zu transportieren und abzulassen und sowas. Das klappt nicht, ne? Okay, dann ist das hier tatsächlich etwas, wo wir dran arbeiten können, wenn wir wissen, was wir zu tun haben. Also wenn wir noch eine Schwimmfertigkeit kriegen, dann wissen wir, that's what to do. So, da links ist nichts mehr offensichtlich. Okay, jetzt muss ich so langsam wirklich hier Schluss machen. Was schade ist, weil jetzt hat mich wieder die Lust gepackt. Naja, vielleicht kann ich später noch was machen. Weil wurde auch schwierig. Es ist halt jetzt wieder so die Zeit, so okay, jetzt kommen wieder Referate, dann kommt der Endspurt. Ne? Das sind immer so Sachen. Cool, dass ich Ausrüstung und so finde, aber... ganz ehrlich? Mir wäre ein Item lieber, mit dem ich weiß, dass ich weiterkomme, so. Na gut, vielleicht ist es auch schon der Kartenstapel von dem Typen, der uns da
dementsprechend weiterbringt. Warte, so viel Zeit habe ich jetzt noch, um da oben zu gucken, was uns da fehlt. Vielleicht ist es auch wieder, hat es auch wieder irgendwas mit Wasser zu tun, weil es so tief unten liegt. Okay, da unten. So viel Zeit haben wir jetzt noch, um das Gebiet hier durchzugehen. Eine Viertelstunde noch gut. Eigentlich seid ihr, bist du das Vieh aus Super Mario World? Die kleinen Rhinos da, die Feuer spucken? Nur der hier springt noch. Falls ihr euch erinnert. Super Mario World, Super Nintendo. Those were the days. Okay, was blockiert uns hier neben? Nichts. Ich bin einfach nur wieder doof. Okay, hier ist einfach nur nichts. Es könnte halt auch irgendwo ein Dorfbewohner noch stecken in diesen Räumen. Und das ist dann halt vielleicht sowas, was uns weiterbringt, wobei das bisher jetzt auch eher optional war. Die 5 Münzen kacke ich jetzt ganz ehrlich. Unser Lieblings-Chinese, Japaner, Thailänder, Asiater, was auch immer. Jeder liebt ihn. Timing. So. Das ist einfach nur ein Bossfight. Das Bossgebiet, wo nichts ist. Toll. Sowas hasse ich. Sowas hasse ich wie die Pest. Okay, aber wir kommen von hier aus zurück in die Minen. Ich möchte jetzt nämlich keine Teleportationsschriftrolle irgendwie dafür verballern. Die könnten wir nämlich dann wann anders brauchen. Ja, kommt da oben hin. Ist ein Punkt, mit dem wir dann raus können. Können wir noch das Kartenset abgeben, gucken, was das dann für uns bringt. Ansonsten bin ich jetzt dann ziemlich aufgeschmissen und weiß nicht, was zu tun ist. Weil wir haben jetzt so ziemlich dann alle Orte durchsucht, wo wir hätten was machen können. Und ja, müssen dann entweder wieder Wasser ablassen in den Gärten, wo ich nicht weiß, ob das geht oder nicht. Oder wir müssen eben uns darauf verlassen, dass wir andere wie viel Teleportationsschriftrollen habe ich eigentlich? Hätte ich jetzt 10, ne? Hätte ich gesagt, ja komm. Alles klar. Ihr habt es auch gesehen. Bin ich nicht allein, oder? Blauer Knüppel.
davon aus, da der blau leuchtet, ist er irgendwie gut. Oder war mal gut. Er war mal gut. Was war hier drin? Da ist auch so ein Punkt in dem Raum. Kann ich doch. Jetzt was zum Ausrüsten. Ne? Level 1. Kann das leveln? Also wahrscheinlich schmieden oder so, aber. Okay. Verstehe einer, warum ich das nicht gemacht habe. Warum ich wieder dumm bin wie Brot. Okay, dann müssen wir uns das nächste Mal umgucken, was wir jetzt machen können. Weil ich glaube, der Vogelhut bringt uns nichts. Wir werden jetzt überprüfen, was uns das Kartenset bringt. Das kann ich jetzt immer wieder machen, oder wie? Um Marken zu gewinnen. Okay. Wildfleisch brauche ich auch noch. Dann die Platinwaren, aber die kann ich bei ihm, glaube ich, kaufen. Die Frage ist, wie viel braucht er? Der Kollege da. Genau, weil hier sind wir ja in diesem Endlos-Loop gefangen von Hallo Dorf. Silberschwert. Nee, das hier ist natürlich jetzt unser Ding. Silberschwert wird wahrscheinlich nichts bringen. Okay, dann würde ich fast behaupten, war's das für heute. Ja, dann müssen wir uns vielleicht das nächste Mal diese Punkträume da vornehmen. Diese Räume mit den Punkten. Da sind wohl irgendwelche Schalter oder irgendwelche bestimmten Sachen. Dann müssen wir da mal gucken, was wir da so finden. Weil in der Feste, da gibt es auch noch so ein paar. Da ist oben noch so ein Raum. Wir gucken mal. Vielleicht ist in der Feste ja wirklich noch was. Aber das machen wir das nächste Mal. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Und tüdelü. Ich bin das dämlichste Wesen aller Zeiten. Muss ich dazu noch mehr sagen? Als dass ich das dämlichste Wesen aller Zeiten bin. Ja, ich bin echt der Ritter. Okay, jetzt fehlt nur noch die Prinzessin. Die Frage ist nur, wo ist sie? Übrigens ist jetzt noch ein Zusatz für die letzte Folge. Weil es mich gerade gewurmt hat. Gut, dann haben wir das auch. König haben wir auch schon platt gemacht. Ja. Es wäre nur noch die Idee. Gut, da unten ist die Arena. Das ist da oben noch. Aber irgendwo muss die beknackte Prinzessin ja sein. Sei es wie es sei. Das ist auf jeden Fall der Zusatz, den ihr jetzt noch bekommen habt hier. Ich habe jetzt auf dem Weg hierhin noch einen Goldbarren und einen Silberbarren eingesammelt. Nichts Wichtiges.
Also, ja. Halt noch ein paar Gegner Platz gemacht, ein bisschen Geld gesammelt. Das sind so Sachen, die kann man auch offscreen machen. Die hier droppen Goldbarren. Das war mir gar nicht bewusst. Könnte ganz nützlich sein. Wenn sie dann halt die auch mal häufiger droppen würden, so. Der droppt die Silberbarren. Aktuell droppt gar nichts. Okay, dann sind wir. Hier ist noch eine Kiste. Das habe ich auch gesehen, aber da geht. Ja, genau. Da muss ich irgendwas platzieren, was ich nicht platzieren kann, wo ich nicht weiß, was es ist. Oder muss ich das auch aus dem Inventar auswählen, so wie die dumme Schaufel? Ich glaube ja nicht, ne? Nee. Da! Jetzt gehen wir wieder zurück ins Dorf, gucken uns an, was der Rupert uns sozusagen hat. Und ich habe übrigens nachgeguckt, das Spiel ist tatsächlich komplett randomized. Also jeder Run, den ihr startet, ist tatsächlich, das ist, Spiel ist so gesehen ein integrierter Randomizer, was es ziemlich cool macht. Was bei mir aber wieder das Problem auslöst, ich hab so ein Glück bei Randomizer, dass bei mir der erste Seed immer der allerschlimmste ist. Wirklich, kein Spaß. Guckt euch den Ender Ladies Randomizer an oder den ersten Castlevania 2 Randomizer. Es sind die schlimmsten. Es sind wirklich die schlimmsten. So, wir haben Rupert gefunden. Jetzt fehlt dann tatsächlich nur noch die Princess. Ist es Ziel des Spiels, einfach nur die Prinzessin zu finden und wir könnten extrem viel Glück mit einem Run haben, oder? Der Rupert ist wahrscheinlich in irgendeinem Scheißzimmer. Gib mir was. Ich soll ihm einfach Spielzeug bringen. Nein. Einfach nein. Egal, sei es wie es sei. Das war's jetzt wirklich für heute. Bis zum nächsten Mal und tüdelü.